Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, wir befinden uns im fünften Abschnitt der Erkenntnistheorie-Vorlesung, in dem ich Ihnen etwas über die Ausrichtung der Erkenntnistheorie nach den Prämissen eines zeitgenössischen Naturalismus beibringen möchte. Erinnern Sie sich, unter Naturalismus versteht man stark vereinfacht gesagt eine Ausrichtung der Philosophie, also wie gesagt jetzt sehr vergröbert, die sich spätestens seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts explizit in den Dienst der Naturwissenschaften stellen möchte und ihrerseits den scheinbar überholten Anspruch aufgibt, Philosophie sei die eigentliche wahre Grundwissenschaft, also noch viel grundlegender als die Naturwissenschaft selbst. Diese Hinterfragung, also dass Philosophie als Disziplin so etwas wie eine Grundlagenwissenschaft ist, diese Hinterfragung kann so weit gehen, dass eine Naturwissenschaft wie die Physik ihrerseits einen besonderen Status, nämlich den Status einer neuen Grundlagenwissenschaft erhält. Schließlich befasst sich die Physik ja mit der Bestimmung quasi der kleinsten Bausteine der Wirklichkeit, wenn man jetzt unter Bausteine eher so etwas wie eine Metapher versteht. Und das könnte im Ernstfall bedeuten, dass sich unsere gesamte phänomenale Erscheinungswelt, in der es so etwas wie Kunst, Freiheit, Geschichte, Literatur, Philosophie etc., alles Mögliche auch noch andere gibt, dass all diese phänomenalen Erscheinungen in unserer Wirklichkeit homolog durch Physik eliminativ erklärt werden könnten oder durch Physik abgeleitet werden könnten. Dann ist zwar der Wissenschaft eventuell immer noch nicht ganz klar, wie die Emergenz von zum Beispiel abstrakten Entitäten wie Gedanken, Ideen und Begriffen sich aus physikalischen Prozessen genau erklären lässt, also wie diese Prozesse der Emergenz entstehen oder wie sie im Eigentlichen ablaufen. Aber potenziell könnte dann trotzdem scheinbar alles physikalisch aus der Wirklichkeit herleitbar sein. Denn woher sollte unsere Wirklichkeit kommen, wenn nicht quasi aus diesen physikalischen, basalsten Prozessen, mit denen sich die Physik als Naturwissenschaft beschäftigt? Einige Philosophen, wie zum Beispiel die Philosophen James Ladyman und Don Ross, hier anprojiziert mit ihrem Buch Anything Must Go, kann man diesem Lager der eliminativen Naturalisten zurechnen. Und daher benennen sie eigentlich auch ihr philosophisches Programm mit diesem vielbeachteten Titel, also dass alles quasi in dieses neue Paradigma integriert werden muss und dass unsere ganze phänomenale Wirklichkeit sich diesem unterwerfen muss. Und so untermalt das Ideal quasi einer Philosophie, die sich in den Dienst der Naturwissenschaften stellt, dass wir Menschen all unsere liebgewonnenen Überzeugungen dessen, was die uns umgebende Wirklichkeit zusammenhält, aufgeben sollten gegenüber den Erkenntnissen, die beispielsweise uns die Physik bietet. James Ladyman und Don Ross sprechen aber ihrerseits nicht mehr von kleinsten Teilen der Grundstruktur der Wirklichkeit, sondern nur noch von physikalischen und mathematisch beschreibbaren Strukturen, über die letztlich nichts weiter ausgesagt werden kann, als dass es sie gibt und dass sie sozusagen die eigentliche Grundstruktur der Wirklichkeit ausmachen. Und dann könnte man fragen, also okay, wenn das die Neuausrichtung der Philosophie ist, also Teil der Naturwissenschaften zu werden und sie zu unterstützen in dem, was eigentlich die Grundstruktur der Wirklichkeit ausmacht, könnte man trotzdem etwas relativierend fragen, ob hier jetzt nun das ganze Wurzel allen Übels sich mit diesem eliminativen Naturalismus ankündigt, der sich in den Dienst der modernen Naturwissenschaft stellt. Ich glaube, deswegen mache ich diese Einschränkung, das kann man nicht unbedingt sagen, denn in einem gewissen Sinne kündigt sich der epistemische Bruch mit den Epochen der Antike und des Mittelalters neben der Neuzeit auch speziell im Werk von Immanuel Kant schon an, und das möchte ich kurz nochmal erläutern. Erinnern Sie sich, Kant behauptet, dass der Begriff des Seins kein reales Prädikat ist oder keine reale Eigenschaft verkörpert. Das heißt, nichts Tieferliegendes über die uns umgebende Wirklichkeit auszusagen vermag, als dass wir den Begriff des Seins nur sinnvoll in einer Proposition als Copula verwenden können, zum Beispiel in der Proposition, der Himmel ist blau. Dann wäre eben das Prädikat Sein oder beziehungsweise dann wäre Sein hier eigentlich nur als Copula gebraucht. Das heißt, eine sinnvolle Frage wäre demnach diejenige, die fragt, was etwas ist, was ein Ding ist. Zum Beispiel in diesem Fall, naja, dass der Himmel zum Beispiel die Eigenschaft hat, blau zu sein. Aber zu fragen, warum der Himmel überhaupt ist, beziehungsweise warum der Himmel
über seinem Blausein darüber hinaus auch noch ist, selbst ist als Himmel, das ist irgendwie sinnlos. Oder das erscheint uns irgendwie eine sinnlose Frage oder eine sinnlose Proposition. Ich kann einen Gesprächspartner fragen, ob der Himmel blau ist oder welche Eigenschaften er gerade hat. Er kann ja auch rot sein oder eventuell schwarz. Aber zu fragen, beziehungsweise zu sagen, dass der Himmel nicht nur blau ist, sondern dass der Himmel darüber hinaus noch ist, macht irgendwie keinen Sinn mehr. Denn die Frage suggeriert, als könnten wir nach dem Sein des Himmels jenseits seiner bestimmbaren Eigenschaften auch noch etwas über seine Existenz sagen und nicht nur über sein Blausein. Für die Antike und auch noch für Philosophen im Zeitalter der Scholastik war aber diese Einheit von Denken und Sein in diesem metaphysischen Sinne des Das-Seins und nicht nur des Was-Seins der Dinge auch ein, wenn auch nicht umstrittenes Thema, so doch ein zumindest der Philosophie würdiges Thema. Also eben nicht nur zu fragen, was die Dinge sind, der Himmel ist blau, sondern auch zu fragen oder zu äußern, sich darüber Gedanken zu machen, dass die Dinge sind. Jetzt kommt aber Kant daher und zertrümmert quasi diese Einheit von Denken und Sein. Und wie tut er das? Nun ganz einfach, wie wir gesehen haben in den Vorlesungen zu Kant, durch den Aufweis der Grenzen der Vernunft mittels seiner Theorie der synthetischen Urteile a priori. Diese Theorie führt dazu, die Einheit des Denkens und Sein als eine unerschütterliche und quasi prästabilisierte Koinzidenz aufzugeben. Und man könnte grob sagen, dass Philosophen der Antike und auch noch bis zur Scholastik eigentlich diese Koinzidenz verteidigt haben. Also aufzugeben, zumindest in dem Sinne, dass all das, was der Mensch zu denken vermag, auch die Essenz oder das an sich sein der Dinge letztlich jetzt nicht mehr einfängt unter den neuen Erkenntnisbedingungen, für die Kant so etwas wie eine Wegscheide markiert oder eine Drehscheibe markiert. Diese Geborgenheit einer Koinzidenz zwischen Denken und Sein hatte das Christentum, also zum Beispiel im Mittelalter und der Scholastik, noch angenommen und als einen göttlichen Heilsplan uminterpretiert. Mit Kant bricht aber dann eigentlich diese Koinzidenz von Denken und Sein weg oder beziehungsweise wird nochmal unter den Bedingungen der Transzendentalphilosophie ganz neu definiert. Weder kann man nach Kant in der diesseitigen Welt einen metaphysisch verbürgten Lebenssinn jetzt aufweisen, überschreitet einfach die Grenzen unserer Vernunft. Die Antike und auch die Scholastik, zumindest einzelne Autoren, glaubten noch daran. Noch kann der Mensch aufgrund der Grenzen seiner Vernunft kohärent von einer jenseitigen Welt sprechen, in der scheinbar Gott lebt oder wo wir etwas Sinnvolles über die Unsterblichkeit der Seele sagen könnten oder auch etwas über die Welt in ihrer Totalität. Dafür steht, also für diese Hinterfragung quasi der metaphysischen Erkenntniskraft, steht besonders Kants berühmte Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises ein, von der Sie sicher in der Vorlesung der Religionsphilosophie gehört haben, wo quasi Kant jeden Vernunftglauben in Gott in Frage stellt, sondern Gott letzten Endes nur noch als ein Postulat der Vernunft artikuliert, aber nicht etwas, auf das die Vernunft quasi qua Erkenntniskraft direkt Zugriff hätte. Die klassische Metaphysik glaubte noch oder vertrat noch so etwas wie einen Vernunftglauben, der davon ausging, dass dasjenige, was ich in einem Vernunftschluss erkenne, eben zum Beispiel im ontologischen Gottesbeweis, dass dies dann auch existieren müsse, da eben Denken und Sein sich aufeinander beziehen oder koinzidieren. Denn wenn dies nicht der Fall ist, dann ist auch scheinbar alles andere oder kontingent, beziehungsweise wenn diese Beziehung zwischen Denken und Sein nicht mehr eine prästabilisierte Harmonie zum Ausdruck bringt über das, was in der Welt ist, oder das, was mit der Vernunft auch eben rein geschlossen werden kann in einen Vernunftschlüssen. Also wenn dies alles nicht mehr garantiert ist, dann könnte man den Eindruck bekommen, naja, dann ist der Mensch eigentlich nur noch von reinen Zufallsmomenten umgeben, von einer Wirklichkeit, die eben keine Kohärenz mehr in sich intrinsisch verspricht, sondern wo die ganze Kohärenz dann nur noch von der Verstandeskraft oder der Vernunftkraft des Menschen abhängt. Also scheinbar wird dann unter diesen neuen Prämissen, für die Kant irgendwie steht, also die Weltstruktur immer mehr von Kontingenz bedroht, eben dadurch, dass plötzlich jetzt nur noch allein
Verstand und Vernunftkraft die synthetische Einheit von Denken, die von Denken und Sein verbürgen kann, aber eben immer unter der Bedingung der Grenzen der Vernunft, sodass, wovon andere Autoren immer noch ausgingen, eben das Denken und Sein sich tatsächlich harmonisch, intrinsisch aufeinander beziehen, plötzlich aufgebrochen wird durch diese von Kant aufgewiesenen Binnengrenzen der Vernunft und der Verstandeskraft selbst. Wie gesagt, die Einheit von Denken und Sein wird also spätestens seit Kant radikal aufgekündigt, und zwar mit dem Ergebnis, dass nun nach Kant die auf die Antike zurückgehende Disziplin der Metaphysik, die ja danach fragt, was hinter der physikalischen Wirklichkeit sich tatsächlich verbirgt, überhaupt nur noch betrieben werden kann, wenn diese Disziplin, also die Metaphysik, sich auf die Grenzen der Vernunft zurückbesinnt oder bezieht. Und für viele Autoren quasi ist damit aber das Spiel oder die Disziplin der Metaphysik selbst ganz verloren oder auf verlorenem Posten. Kants Untergrabung des antiken Seinsbegriffs als eine Art Einheitsbegriff zwischen Sein und Denken hat daher in dem Sinne polemisch gesagt ganze Arbeit geleistet, denn Kant zerstört die alte Identität von Sein und Denken und auch die Vorstellung einer prästabilisierten Harmonie zwischen dem Menschen und der ihn umgebenden Wirklichkeit. Und wie ich Ihnen sagte, kommen dann die Idealisten nach Kant und versuchen genau dieses kantische Erbe dann doch noch mal einmal in einem neuen Harmonisierungsbestreben zwischen Denken und Sein aufzufangen, beziehungsweise die Radikalität von Kant noch mal rückgängig zu machen. Zumindest kann man das ganz stark vereinfacht im Ansatz irgendwie erkennen. Warum erzähle ich Ihnen jetzt noch mal diese lange Geschichte, also von einer prästabilisierten Harmonie zwischen Denken und Sein, die sich von der Antike bis ins Mittelalter in die Scholastik zieht und dann von Kant quasi diesen Vernichtungsschlag bekommen hat, wenn er sagt, Metaphysik ist eigentlich nur noch als Transzendentalphilosophie zu betreiben, also immer unter Berücksichtigung der Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis von den Grenzen unserer Vernunftkraft her. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Nun, um dem modernen Naturalismus selbst eine Vorgeschichte noch einmal zu geben und eben nicht nur zu sagen, das ist eine Bewegung, die sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts oder die mit Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzt oder nur mit dem Empirismus kurz zu schließen ist. Nein, sondern auch der Naturalismus hat im gewissen Sinne auch in der Philosophie Kants starke Wurzeln. Der philosophische Naturalismus, der die Philosophie in den Dienst der Naturwissenschaften stellen möchte, hat natürlich seinen Ursprung im britischen Empirismus und viele der Naturalisten beziehen sich immer wieder speziell auf Hume, aber eben auch, und deswegen dieser Umweg, eben auch im Werk von Kant, der die sogenannten Ideen der Vernunft, Sie erinnern sich, quasi Postulate Gott und Sterblichkeit der Seele, Welt, Freiheit, nur noch als subjektive Wahrheiten beschreibt, also subjektiv im Sinne von als Bedingung der Möglichkeit unserer Erkenntnis und Verstehens und Vernunftkräfte, diese subjektiven Wahrheiten aber von einer objektiven Erkennbarkeit her ablöst, also in dem Sinne, dass das, was diese Begriffe denotieren, letzten Endes nicht etwas ist, was sich tatsächlich auch in den Grundstrukturen der Wirklichkeit von unseren menschlichen Erkenntnisprozessen abgelöst herleiten oder bestimmen lässt. Und wie gesagt, für Kant-Kritiker wie Fichte, Schelling, Hegel ist damit tatsächlich die Metaphysik als philosophische Disziplin ganz verloren. Metaphysik als Transzendentalphilosophie ist ihnen zufolge tatsächlich keine Metaphysik mehr. Natürlich schätzen alle Kant und erkennen auch, dass Kant natürlich auch versucht, mit der Transzendentalphilosophie die Metaphysik neu zu beleben, aber dennoch versuchen sie die Radikalität von Kant, zumindest aus der Perspektive einiger Philosophen von heute, rückgängig zu machen. Das tun sie in dem Sinne nach meiner Meinung nicht, keiner von den dreien, aber ein primitiver Blick könnte erstmal behaupten, dass all diese drei Autoren unter anderem darum bemüht sind, eigentlich eine Metaphysik aufzubauen, die scheinbar so aussieht, als sei sie vorkantianisch. Das ist nicht der Fall, aber ein stereotypes Bild auf diesen Disput zwischen Kant und dann, was nach Kant kommt, könnte dieser Meinung sein. Warum? Naja, weil tatsächlich mit Kant ein unglaublicher Zerstörungsakt eingesetzt hat in Bezug auf bestimmte Prämissen der klassischen Metaphysik. Aber kommen wir jetzt nochmal genauer zum Naturalismus.
Denn unter Naturalisten gibt es natürlich auch sehr verschiedene Ausprägungen, wobei einige mehr und andere weniger eliminativ, reduktionistisch ausgerichtet sind. Und den Physikalismus, den ich Ihnen am Anfang dieser Vorlesung erwähnt habe, ist ja nur eine besonders radikale und deswegen auch besonders interessante Position. Neben den gerade erwähnten Autoren James Ladyman und Don Ross möchte ich noch kurz auf einen anderen Autor hinweisen, der, finde ich, mustergültig bestimmte Prämissen des Naturalismus, also in seiner radikalen Form, vertritt, nämlich den amerikanischen Philosophen Alex Rosenberg, der an der Duke University lehrte. Auf der Rückseite seines populären und pamphletartigen Buches mit dem Titel The Atheist's Guide to Reality fasst er das zusammen, was man die sechs Dogmen des eliminativ-reduktionistischen Naturalismus nennen könnte. Und die sind so kurios auf den Punkt gebracht, dass ich sie Ihnen kurz vorstellen möchte. Is there a God? No. What is the nature of reality? Just as physics. Does the universe have a purpose? There is none. Why am I here? Just dumb luck. Is there a soul? Are you kidding? What about free will? Not a chance. Was mir an diesen Dogmen gefällt, ist eben nochmal ganz klar der Bezug zur Physik als die eigentlich neue Grundlagenwissenschaft und eben nicht mehr die Philosophie, die sich erhebt, auch über die Naturwissenschaften etwas sagen zu können, beziehungsweise aus einer höheren Perspektive ihrerseits die Naturwissenschaften nochmal beurteilen zu wollen. Und Alex Rosenberg scheint das radikal in Frage zu stellen. Erinnern Sie sich aber auch nochmal daran, auch schon bei Quine, also Willard von Orman Quine, sahen wir schon Mitte des 20. Jahrhunderts die Tendenz vorherrschend, Erkenntnistheorie nicht von der Warte einer ersten Philosophie aus zu untersuchen, also erste Philosophie verstanden als die wahre Grundlagenwissenschaft, die auch für alle anderen Wissenschaften quasi normative Vorgaben gibt, sondern die Philosophie sollte eine Teildisziplin der Psychologie werden. Der Philosophie wird also empfohlen, ihre Untersuchungen im Abgleich mit den Naturwissenschaften zu entfalten und dann entweder ganz zur Psychologie oder zur Neurowissenschaft zu werden. Denn die Neurowissenschaft ist natürlich nur noch mal eine besonders spezialisierte Wissenschaft, die eben unseren Geistapparat von seinen neuronalen Prozessen her analysiert. Und das kann dann bedeuten, unter anderem Fragen, zum Beispiel Fragen der Ethik bzw. der Ästhetik, nahezu ganz fallen zu lassen und auch den Menschen selbst nur noch aus der Drittperspektive einer neutralen Beobachtung seines Verhaltens zu interpretieren. Und das wäre dann die Position, die allgemein als Behaviorismus bekannt ist. Immanuel Kant weiß natürlich auch, dass die Natur eine Ursache-Wirkungskette ist. Der weiß auch, dass es keinen empirischen Beweis für den moralischen Willen geben kann. Also es kann sein, dass keine Handlung, die wir jemals in unserem Leben getan haben und von der wir der Meinung waren, dass sie moralisch war, in dem Sinne tatsächlich auch moralisch war. Kant würde sagen, es kann sein, dass wir sie aus rein pathologischen Motiven heraus ausgeführt haben. Und dennoch behauptet er in seiner Moralphilosophie, dass die Philosophie sich trotzdem mit Fragen der Moral beschäftigen muss. Warum? Nun, weil wir als menschliche Wesen nicht uns anders verstehen können, als von der Grundüberzeugung einer moralisch vernünftigen Disposition, weil sich für Kant hier überhaupt nur die Frage der Freiheit des Menschen entscheiden kann. Ein radikaler Naturalist, wie eben Alex Rosenberg, den ich gerade vorgestellt habe, der lehnt das ab, beziehungsweise er interpretiert Moralität oder er würde Moralität allein als ein Produkt der Evolution interpretieren, also letztlich als etwas, das wir Menschen aus bestimmten pragmatischen Gründen schätzen gelernt haben, zum Wohlstand unserer Spezies, und da mögen bestimmte moralische Vorstellungen dann auch einen evolutionären Vorteil haben. Dennoch hat das natürlich für ihn nicht, für Alex Rosenberg, nichts mit Freiheit zu tun, also mit einem emphatischen Freiheitsbegriff, den Kant verteidigt und den Kant gerade von jeder Form des Pragmatismus eigentlich abkoppeln möchte. Also für Alex Rosenberg hätte all das, die ganze Frage der Moralität, nichts mit Freiheit zu tun, sondern nur mit Pragmatismus im darwinistischen Sinne, also als ein Selektionskriterium, das so lange von Vorteil ist, bis ein anderes Selektionskriterium sich als stärker erweist oder stärker in dem Sinne, dass die menschliche Spezies durch ein anderes Selektionskriterium einen größeren evolutionären Vorteil haben könnte.
Kant ist aber seinerseits darum bemüht, Moralität von jeder Form der Pragmatik abzulösen und sie eben als, absolut zu setzen. Und einem Naturalismus ist eine solche Position suspekt bzw. kann überhaupt nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Rede von einem guten Willen, den das Subjekt sozusagen von seiner moralischen Kraft aus verbirgt, ist zu sehr mit der Idee eines autonomen Innenlebens verbunden. Aber wie gesagt, Philosophie als Psychologie lehnt diesen Gedanken ab, also den Gedanken, dass unser Innenleben etwas Besonderes ist, außerhalb oder jenseits von Naturprozessen, weil das wäre eigentlich eine metaphysische These, die sich nach den naturwissenschaftlichen Erklärungsmodellen überhaupt nicht halten lässt. Der Mensch ist eine komplexe Maschine und was sollte er darüber hinaus auch sein? Deshalb ist das, was im Kopf des Menschen im Rahmen seines mentalen Erlebens bzw. im Rahmen seines kulturell-illusorischen Selbstbildes vorgeht, auch nicht entscheidend. Entscheidend ist für die Forschung zum Beispiel, was für Meme als kulturelle Datenpakete bzw. als kulturelle Software einem neuronal funktionierenden Organismus seinen Überlebenskampf ermöglicht. Dann könnte man auch schauen, welche Rolle das illusorische Selbstbild von moralischen Subjekten hat, welchen evolutionären Vorteil, aber nur noch eben unter evolutionstheoretischen Bedingungen. Das heißt nicht, dass es dieses moralische, moralische Maxim dann auch tatsächlich gibt. Und von hier aus erklärt sich auch der antireligiöse Turn oder die antireligiöse Haltung, den bestimmte Vertreter des Naturalismus vollzogen haben. Es ist in dem Sinne eine Kampfansage gegenüber kulturell verbürgten Daten oder Memen, die aus naturalistischer Sicht die Menschen ideologisch in ein nicht mit den Naturwissenschaften in Einklang bringendes Weltverhältnis setzen. Dass die Naturwissenschaften aber tatsächlich nur einen minimalen Teil unserer phänomenalen Wirklichkeit überhaupt adäquat beschreiben können und ja auch ihrerseits kein einheitliches Weltverständnis zustande bringen, ist dabei ja aber selten berücksichtigt. Erinnern Sie sich nochmal an die Vorlesung zu Markus Gabriel, der nochmal darauf hinweist, dass überhaupt die Welt, mit denen sich die Naturwissenschaften beschäftigt, nur eine minimale Provinz sind in der Vielgestaltigkeit unserer phänomenalen Wirklichkeit, in der es viele Entitäten gibt, mit denen sich die Naturwissenschaften überhaupt nicht beschäftigen oder die die Naturwissenschaften nicht einmal für würdig erachten, sich damit beschäftigen zu sollen. Kritiker des Naturalismus sehen daher auch im Naturalismus eher ein Phänomen des Zeitgeistes, der mit einer Verarmung der Philosophie einhergeht. Denn man fragt sich, ob eine Reduktion der Wirklichkeit auf Physik, also eben wie es Alex Rosenberg tut, tatsächlich überhaupt unserer phänomenalen Alltagswirklichkeit gerecht werden kann. Und wenn Sie das Buch lesen, das kann ich Ihnen sehr empfehlen, dann merken Sie auch, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass man auf den Prämissen dieses Buches tatsächlich so etwas wie eine soziale, lebbare Wirklichkeit aufbauen oder rückführen kann. Daniel Dennett, und um den geht es ja hauptsächlich in dieser heutigen Vorlesung, ist ein führender Vertreter des zeitgenössischen Naturalismus und er schließt sich dabei unmittelbar an seinen Lehrer Willett von Orman Quine an. Er ist besonders für seine Publikation innerhalb der Philosophie des Geistes und für ein breites Publikum auch durch seine Religionskritik bekannt geworden. Und dabei wird nur deutlich, dass Daniel Dennett sich als ein mehr oder weniger eliminativer Naturalist versteht. Das heißt, er interpretiert den Menschen reduktiv als eine nicht aus der Natur herausragende Reizverarbeitungsmaschine, wobei das mentale Erleben des Menschen, quasi auch das mentale Erleben des eigenen Ichs, nichts mit einer irreduziblen Individualität zu tun hat. Und Dennett möchte uns nahelegen, dass dort, wo wir glauben, etwas Besonderes auch auf der Ebene unseres mentalen Erlebens sind, also etwas besonders Irreduzibles, wir eigentlich Opfer einer bestimmten Illusion sind, eine Illusion, die sich als evolutionärer Vorteil in der Natur herausgestaltet hat, aber seine Aufgabe ist eigentlich, uns in einem gewissen Sinne von der Besonderheit unseres individuellen Erlebens, was es heißt, ich selbst zu sein, zu erlösen. Das unter anderem von David Chalmers und Thomas Nagel evozierte Qualia-Problem,
das einen Geist-Körper-Dualismus nahelegen könnte, das lehnt er ab, und zwar mit der These, dass unser mentales Erleben, zum Beispiel das mentale Erleben, was das heißt, ich zu sein, von der Neurowissenschaft der Zukunft tatsächlich eliminativ reduktionistisch eines Tages erklärt werden könnte. Mit anderen Worten, eine zukünftige Kognitionswissenschaft wird uns potenziell künstlich, jetzt wenn man da diesen Gedanken mal extrapoliert, eventuell auch künstlich nachbauen können. Unser mentales Leben ist auf neuronale Prozesse zurückführbar und der Glaube an unsere partikuläre Individualität, die scheinbar irreduzibel mehr ist als die Summe ihrer neuronalen Prozesse, ist für Dennett eine darwinistisch zu erklärende phänomenale Illusion unseres Bewusstseins. Unser mentales Erleben ist auf neuronale Prozesse zurückführbar und der Glaube an unsere partikuläre Individualität, die irreduzibel mehr ist als die Summe ihrer neuronalen Prozesse, ist für Dennett eine darwinistisch zu erklärende phänomenale Illusion unseres Bewusstseins. Mit anderen Worten, der Mensch ist Organismus und nur ein Organismus. Eine Geist-Körper-Dualität gibt es nicht. Bewusstsein ist Ergebnis von Körperprozessen und als solches nichts weiter als ein sehr komplexer Input-Output-Schaltkreis. Das hat zur Folge, dass zahlreiche Grundintuitionen unseres Menschseins auf Verkennungen beruhen, zum Beispiel auf der Verkennung, dass wir freie Wesen sind, dass unsere Ich-Perspektive irreduzibel ist, dass wir mehr als Maschinen sind, dass wir Träger eines Zwecks an sich sind, wie Kant sagen würde, dass wir keine Körper sind, sondern einen Körper haben, dass wir, mit Kant gesagt, als moralische Wesen dem Pragmatismus widerstehen können, etc. Daher vertritt Dennett auch, dass all das, was existiert, unter der Perspektive einer darwinistischen Evolutionstheorie, wie er schreibt, under one single perspective gebracht werden könne. Also all das, was existiert, lässt sich auf eine darwinistische Evolutionstheorie zurückführen. Und wie der Titel hier seines, glaube ich, eines seiner letzten Bücher zum Ausdruck bringt, von so unterschiedlichen Dingen, die es da draußen gibt in der Welt, eben von Bakterien zu Bach-Kantaten, alles lässt sich über den Darwinismus evolutionär erklären. Dennett legt uns also nahe, alle Erscheinungsformen in der Welt, also all das, was uns umgibt, in mehr oder weniger in eine logische Erklärungsform zu integrieren, eben in einen logischen Raum des Darwinismus. Ich möchte nicht behaupten, dass der von Dennett vertretene Naturalismus unmöglich zu vertreten ist, aber ich möchte behaupten, dass das nur unter ein Inkaufnehmen der von Sellers vertretenen Teilung der Welt, Wilfried Sellers hier anprojiziert, Teilung der Welt in mindestens zwei Bereiche möglich ist, nämlich in ein Scientific Image of Man in the World und in ein Manifest Image of Man in the World. Und erinnern Sie sich, das Manifest Image of Man in the World beschreibt einfach die uns umgebende Wirklichkeit auf der Ebene unserer alltäglichen Erfahrung, wo es alle möglichen Dinge gibt, eben Gefühle und moralische Maximen und Sozialversicherungen und Zahlen etc. Und sich dieses Alltagsverständnis aber absetzt von dem wissenschaftlichen Weltbild, wo zum Beispiel moralische Maximen nicht mehr irgendwie sinnvoll quantifiziert oder wissenschaftlich untersucht werden können. Dennett versucht zwar seinerseits irgendwie diese Kluft zu überbrücken, aber zumindest, was ich bisher von ihm gelesen habe, da hat mich diese Überbrückung bisher noch nicht überzeugt. Gerade in Bezug auf Daniel Dennetts Verteidigung so etwas wie eines freien Willens, habe ich den Eindruck, verstrickt er sich eigentlich in viele Widersprüche mit seiner eigenen Theorie. Vorerst kann man aber Daniel Dennett fast in allem, finde ich, was er sagt, recht geben, denn zum Beispiel in Bezug auf unsere Erkenntnisfähigkeit ist es offensichtlich, dass sie sich aus der Entwicklungsgeschichte unserer Gattung entwickelt hat. Aber diese These ist natürlich als solche nicht besonders innovativ. Dennett geht aber dort über Darwin hinaus, wo er den Darwinismus mit der modernen Neurophilosophie unter anderem verbindet. Und in diesem Forschungsbereich hat natürlich Darwin nicht viel getan, beziehungsweise konnte er noch nicht, weil die Forschung noch nicht so weit fortgeschritten war. Ich persönlich finde Dennett dort besonders erhellend, wo es ihm gelingt, die kontraintuitiven Konsequenzen, die sich aus darwinistischer Perspektive zum Beispiel für unsere Erkenntnisfähigkeit ergeben, herauszuarbeiten. Und er tut dies zum Beispiel dadurch, indem er unseren Erkenntnisapparat rekursiv herleitet und auch das wieder von einer darwinistischen Perspektive aus.
Und er tut dies unter dem Label von dem, was er nennt, Cognitive Science as Reverse Engineering. Also die Kognitionswissenschaft als eine Wissenschaft, die wie soll man sagen, Reverse Engineering, die Gestaltungsprozesse rückwärts liest. Die Gestaltungs- und Entwicklungsprozesse rückwärts liest. Daniel Dennett schreibt dann zum Beispiel in seinem Buch Darwin's Dangerous Idea folgendes, das Zitat ist anprojiziert, und wie gesagt, das hat alles etwas mit Erkenntnistheorie zu tun, eben aus der Perspektive dieses Reverse Engineering, also er schreibt, Darwin's Revolution does not discard the idea of Reverse Engineering, but rather permits it to be reformulated. Instead of trying to figure out what God intended, we try to figure out what reason, if any, Mother Nature, the process of evolution by natural selection itself discerned or discriminated for doing things one way rather than the other. Von den Absichten von Mutter Natur zu sprechen, klingt erst einmal seltsam aus dem Wort eines Naturalisten, also weil er hier wiederum eigentlich fast eine metaphysische Entität postuliert, eben Mutter Natur. Was soll das sein? Aus der Perspektive eines Naturalisten eigentlich erst einmal ein sinnloser Begriff. Aber Daniel Dennett verteidigt seine Perspektive. Er sagt, also wie gesagt, von den Absichten von Mutter Natur zu sprechen, sei extremely fruitful and in fact unavoidable. You can't do reverse engineering without asking what reasons there are for whatever it is you are studying. Also interessant, er sagt eigentlich, also wir müssen doch irgendwie etwas annehmen, bestimmte Rationalisierungsprozesse in der Natur und dann mit irgendwie auch die Natur so ein bisschen ontologisieren, dass es da etwas gibt in der Natur, das uns dazu verpflichtet, solche Rationalisierungsprozesse anzunehmen. Denn wenn wir das nicht tun würden, also quasi nicht mit unserer Vernunft an auch vernünftig in die Natur zu schauen, dann könnten wir eigentlich gar nichts erklären. Also auch hier hat man den Eindruck, es gibt eigentlich eine Art a priorische Prämisse von Vernünftigkeit in der Natur. Und erst diese Prämisse ermöglicht uns als rationale Wesen dann auch die Natur als einen vernünftigen Prozess zu interpretieren und aus ihr etwas eben und aus ihr eben bestimmte rationale, nachvollziehbare Prozesse dann herauszulesen. Wir hatten übrigens eine ähnliche prozesstheoretische Betrachtung der Wirklichkeit auch schon bei Hegel thematisiert, aber natürlich in einem anderen Bereich, also oder in einem Bereich des Geistes. Und der erst einmal nichts mit den Kausalprozessen in der Natur zu tun hat, mit denen sich Darwin dann beschäftigt, aber ich möchte es trotzdem eben kurz erwähnen. Also auch Hegel thematisiert prozesstheoretisch, prozessphilosophisch den Fortschritt des Geistes. Hegel kannte aber natürlich nicht Darwins The Origin of Species, denn das Buch wurde 28 Jahre nach seinem Tod, nämlich im Jahr 1859, veröffentlicht. Aber dennoch kann man sagen, dass Hegel eine Prozessphilosophie entwirft, die zumindest im Ansatz bestimmte Eigenschaften teilt, die man dann auch im Darwinismus wiedererkennt. Denn seine Genealogie des Geistes erklärt ja, inwiefern Denken bzw. Geist sich selbst durch Selektionsprozesse über Jahrtausende voranbringt und dabei seinerseits immer in Konflikt mit sich steht. Und so wie für Darwin die Natur der Schauplatz von Selektion ist, so ist es für Hegel die Geschichte des Denkens, beziehungsweise die Geschichte des Denkens ist selbst dieser Schauplatz der Selektion. Denn hier kämpfen Meme, also quasi Datenpakete, kulturelle Entitäten, die einen evolutionären Vorteil haben. Hier kämpfen Meme, Gedanken, Begriffe um ihre Vorherrschaft in der Bestimmung dessen, was die objektive Wirklichkeit eventuell ausmacht. Aber das möchte ich nur als Randbemerkung erwähnen. Zurück zu Dennett. In seinem Werk thematisiert er Erkenntnis im Kontext eines anonymen Naturprozesses, wo Informationsaustauschverfahren in alle möglichen Formen der Natur vorkommen und der Mensch nur noch ein Glied in dieser Kette diverser Informationsaustauschverfahren ist. Also eben der Mensch hat keine Sonderrolle mehr in diesem Prozess, beziehungsweise seine Sonderrolle besteht nur noch darin, diesen Prozess als einen vernünftigen Prozess in der Betrachtung von Reverse Engineering freizulegen. Das wird von Dennett so weit getrieben, dass für ihn unser Geist zwar sehr viel komplexer ist als zum Beispiel ein Thermometer, das die Temperatur misst, oder ein Thermometer in einer Klimaanlage, das die Temperatur misst und dann die Klimaanlage einschaltet.
Und dennoch behauptet Daniel Dennett angenehm unverhohlen, dass unser Geist eigentlich auf selben Mechanismusstrukturen beruht. Das wird besonders deutlich in dem Artikel, der in Ihrem Reader abgedruckt ist. Dort vergleicht nämlich Daniel Dennett unseren Geist mit einer Art Coca-Cola-Automat, das heißt auch wieder nur als eine Prozessmaschine, die auf einen Input und einen Output reagiert. Warum macht er das? Und er tut es in erster Linie, um zu zeigen, dass natürliche Organismen weniger durch Verstehen geprägt sein müssten, als durch Kompetenzen oder erst einmal in Kompetenzen, durch Kompetenzen funktionieren, obwohl diese Kompetenzen selbst noch gar nichts mit dem zu tun haben müssen, was wir Verstehensprozesse nennen oder rationale Verstehensprozesse nennen. Und in dem Sinne spricht er von Competence without Comprehension. Das ist erst einmal ein bisschen kontraintuitiv, denn wir würden davon ausgehen, also jetzt mal aus unserer menschlichen Perspektive gesagt, dass Kompetenz und Verstehen doch irgendwie zusammenhängen oder aber, dass Verstehensfähigkeiten unseren Kompetenzen vorausgehen sollten. Daniel Dennett verkehrt aber dieses Verhältnis genau in seinem Gegenteil und er tut dies unter anderem im Verweis auf Prozesse in der Natur. In der Natur entdecken wir nämlich, das zeigen diese beiden Bilder ohne viel Mühe, zahlreiche kompetente Organismen, nehmen Sie hier zum Beispiel links den Organismus von Termiten, die einen Termitenhügel bauen, die das, was sie tun, ganz und gar nicht verstehen müssen, um das zu tun, was sie tun. Das ist für die Pflanzenwelt offensichtlich, wo eine Sonnenblume sich kompetent der über den Himmel wandernden Sonne zuwendet, ohne wissen zu können, warum sie das eigentlich tut. Aber ein Blick in die Tierwelt verdeutlicht das für Daniel Dennett noch viel klarer. Er verweist dabei in verschiedenen seiner Texte und Vorträge zur Erläuterung auf einen Termitenhügel, der deutliche Ähnlichkeiten mit der sich im Bau befindenden Kathedrale von Gaudí in Barcelona hat. Und ich unterstelle mal Daniel Dennett als outspoken Religionskritiker, dass er das gerne tut, um ihn nochmal zu deutlich zu machen, dass halt auch eine Religion nichts Übernatürliches ist, sondern eigentlich ein natürliches Phänomen. So wie der Termitenhügel ein natürliches Phänomen ist von Naturprozessen, kann es eigentlich auch in der Welt des Menschen, in der symbolischen Welt des Menschen, sich um nichts anderes halten als auch eine Form der Überlebensstrategie. Dann ist zwar der Termitenhügel quasi ohne Repräsentationskompetenz aufgebaut worden, eben von Tieren und bei Menschen natürlich dann schon mit Repräsentationsbefähigung aufgebaut worden, nämlich von bestimmten Blaupausen herunter, dass diese Kathedrale auch erstand. Aber für Daniel Dennett ist das natürlich ein und derselbe Prozess in einem und demselben naturalistischen Welterklärungsmodell des Darwinismus. Also nochmal anders artikuliert, es ist für Daniel Dennett offensichtlich, dass die Termiten beim Bau ihres Bauplans keine Blaupausen hatten, so wie die Bauarbeiter der Kathedrale von Gaudí. Die Bauarbeiter konnten auf Gedankenrepräsentationen zurückgreifen, die der Architekt zuvor entworfen hatten, und das können natürlich die Termiten offensichtlich nicht. Das heißt, hier baut die Natur selbst etwas, wofür sie Kompetenz hat, aber eben noch keine Verstehensprozesse hat oder aufweisen kann. Denn Comprehension würde ja Gründe und Begründung und damit Repräsentationsformen des Geistigen erfordern. Warum ist nun das Beispiel Daniel Dennett so wichtig? Na, es ist wichtig, um deutlich zu machen, dass Erkenntnis, Verstehen, Bedeutung auch dann aus natürlichen Prozessen entsteht, wenn es scheinbar gar keinen Geist gibt, der in seiner Kompetenz auch versteht, was er als Organismus tut. Und genau diese Erkenntnis steht für Dennett und natürlich völlig zu Recht auch im Zentrum von Darwins Evolutionstheorie, aber sie steht für Dennett auch im Zentrum der Erfindung des Begründers der Computersoftware oder eines der Mitbegründers der Computersoftware, nämlich Alan Turing. Denn was Software deutlich macht, ist, dass sie funktioniert, das heißt Prozesse anleitet, ohne dass die Software oder die Hardware verstehen müssen, was sie da tun und wozu sie etwas tun. Ein Computer muss ebenso wenig verstehen, was er tut, wie die DNA eines menschlichen Körpers etwas über ihre Zwecke wissen muss. Stellen Sie sich vor, dass die Termiten wie kleine Roboter programmiert sind, durch ein bestimmtes, ihnen durch anonyme Naturprozesse auferlegtes Softwareprogramm.
dann führen die Termiten die ganze Zeit etwas aus, von dessen größerem Gesamtbild und Gesamtverständnis sie nicht die geringste Ahnung haben. Keine Termite überschaut den ganzen Termitenhaufen, erkennt das ganze Projekt, an dem sie arbeitet, wenn sie zum Beispiel an einem Belüftungskanal baut. Aber dennoch arbeitet die Termite sozusagen an einem Gedanken oder an etwas Sinnvollem, Rationalen, an einer Theorie der eigenen Überlebensstrategie ihrer Spezies, denn der Termitenhügel verkörpert ja eine Begründung für das Überleben dieses Organismus. Was ist das dann aber für ein Gedanke? Nun, es ist kein von den Termiten repräsentierter Gedanke und er ist auch kein Gedanke, den die Natur ganz bewusst schon als Potentialität in sich getragen hat, denn das würde einen göttlichen Schöpfer voraussetzen, den der Naturalismus ablehnt und besonders Daniel Dennett. Es ist vielmehr ein Gedanke, der aus dem Chaos des Selektionsprozesses seine eigenen Begründungsformen eben in dieser Spezies und in diesem Organismus entfaltet. Erinnern Sie sich noch einmal an Hilary Putnams Text Brains in a Vat, wo er die Frage stellt, ob Ameisen, die zufällig das Gesicht von Winston Churchill in den Sand malen, wissen, was sie da abbilden. Das ist natürlich eine Quatschfrage von Putnam, aber er will ja damit eine Pointe landen. Und Putnam möchte natürlich dadurch nur deutlich machen, dass wir hier eben nicht von sprachlicher Bedeutung, von sprachlichen Zeichen sprechen können. Und Daniel Dennett will letztlich diese von Putnam aufgewiesene Grenze nahezu in Frage stellen, indem er sagt, es gibt so etwas wie vorkognitive Verarbeitungsebenen von Prozessen, die potenziell die Basis dafür sind, dass wir Menschen dann mit unseren höheren kognitiven Fähigkeiten wiederum als bedeutsam erkennen können. Man könnte auch in Bezug auf den Termitenhügel sagen, dass die gedankliche Begründungsstruktur im Termitenhügel erst dann etwas Rationales und Vernünftiges ist, wenn wir Menschen quasi in der Evolution auftauchen, die wir das dann auch erkennen und wo wir bestimmte Begründung in die Rationalität dieses natürlichen Baus hineinlesen können, obwohl dieser Bau und diejenigen, die Organismen, die diesen Bau vollzogen haben, davon überhaupt nichts wissen. Dann erkennen wir Menschen, dass, wenn wir eine Begründung anlegen, wir sofort mit einer wirklichen Begründung belohnt werden. Also der Begründung, warum es sinnvoll ist, dass diese Termiten diesen Hügel bauen, naja, weil es sich wahrscheinlich als ein evolutionärer Vorteil erwiesen hat. Der Termitenhügel hat eine rationale Grundstruktur, die dem Überleben der Spezies entgegenkommt. Die Tiere wissen davon nichts, wir aber erkennen das, wir Menschen, die quasi in der Evolution dann aus der Evolution entstanden sind und dann auch quasi mit unseren rationalen Mitteln quasi diese Mittel aus der Natur herauslesen können. Selbst wenn diese Tiere den Gedanken nicht repräsentieren können, so steckt also trotzdem irgendwie ein genialer Baumeister in diesem Hügel. Und worin besteht er? Nun nicht in einem geistigen Organismus, sondern in dem Geistigen, das als reine Materie eben nur Materie und Teil von Evolutionsprozessen ist. Und für Daniel Dennett ist das nun nochmal eine weitere Absage an einen Geist-Materie-Dualismus, weil Geist sich aus der Materie selbst hervorbringt bzw. emergiert. Dennett nennt dieses Analyseverfahren die Intentional Stance und es ist Teil seines behavioristischen Programms, Philosophie im Sinne des Naturalismus zu betreiben. Wir müssen gar nicht erst auf die neuronalen Prozesse schauen, die in unserem Gehirn stattfinden, um zu erkennen, was Geist ist. Wir können einem Organismus gleich eine Intention zusprechen und das meint ja die Intentional Stance oder die Rede von The Intentional Stance, der wir ihn in Evolutionsprozessen stehend erkennen und diese Evolutionsprozesse eben Kompetenzen ohne Verstehenszusammenhänge befördern. Die Verstehensprozesse kommen dann nachträglich in die Evolution und führen dann ihrerseits zu ganzen, also jetzt polemisch gesagt, Illusionszusammenhängen, die mit dem Auftritt des Menschen als einem in symbolischer Ordnung lebenden Organismus verbunden sind. Die auf den tierischen Organismus projizierte Intention, deshalb Intentional Stance, hilft uns also zu erklären, welche Ziele ein Organismus wie der von Termiten haben könnte, wenn er diesen komischen Hügel baut. Es ist die Erklärungsform, der zufolge Absichten auf einen Organismus projiziert werden können, den wir nur von seinem äußerlichen Verhalten, das heißt ganz funktional her betrachten. Und darum geht es ja eigentlich auch im Behaviorismus. Also die Organismen allein von ihren
Funktionsprozessen her auszulegen, ohne dass man gleich so etwas wie einen Zweck annimmt, der über diesen Funktionsprozess noch hinausgeht. Obwohl, Sie erinnern sich, dann Daniel Dennett scheinbar immer noch die Notwendigkeit sieht, dann eventuell doch von so etwas wie Mother Nature zu sprechen, als sei hier eine Entität vorausgesetzt, der wir diese Möglichkeit zusprechen, dass es so etwas wie diese Rationalität gibt, die wir dann auch hineinprojizieren in die Natur. Und das klingt dann doch wieder stark nach einer metaphysischen These, weil man könnte vielleicht sagen, dass dann der Gläubige genau dann zwar nicht von Mother Nature spricht, sondern eben von Gott als den Urheber dieser Rationalität, die wir als etwas Vernünftiges in der Welt erkennen und an dem wir teilhaben durch unsere Vernunftkraft. Aber zurück zum Behaviorismus. Also vom Verhalten werden innere Motivationen des Organismus extrapoliert, ohne dass der Organismus sozusagen intrinsisch einen Zugriff auf seine Motivation hätte. Denn das haben ja die Termiten nicht. Die Termiten haben nicht intrinsisch eine Überzeugung, also von sich aus, von der einzelnen Termite aus verbürgt, um zu wissen, um dann das zu tun, was sie tun. Also sie sind nicht intrinsisch motiviert, sondern sie sind motiviert durch eine Naturzweckhaftigkeit, die einen evolutionären Vorteil aus ihrer Arbeit zieht. Also nochmal, vom Verhalten werden innere Motivationen des Organismus extrapoliert, ohne dass der Organismus, wie gesagt, intrinsisch einen Zugriff auf seine Motivation haben müsste. Dazu ist er ja scheinbar gerade nicht fähig, deswegen free-floating rational, so wie der Mensch dazu fähig ist, sich intrinsisch zu motivieren. Die intrinsische Motivation des Menschen ist dann aber ihrerseits eben nichts, was über die Tier- und Pflanzenwelt hinausgeht, zumindest aus der Perspektive des Behaviorismus, sondern auch die intrinsische Motivation, die wir Menschen haben können, ist eingebunden für einen Naturalisten wie Daniel Dennett in einen Evolutionsprozess, von dem wir uns nicht befreien können. Daniel Dennett beweist ja also erneut sein behavioristisches Erbe. Wir abstrahieren von intrinsischen Überzeugungen eines Organismus, sei es ein Tier oder ein Computer, und schauen allein auf das, was er tut. Man könnte den Termitenhügel dann als eine Art free-floating rational ansehen, das heißt als einen noch nicht von den Termiten selbst reflexiv repräsentierbaren und frei in der Luft schwebenden Gedanken. Für Dennett ist nun der menschliche Geist aus ähnlichen Schichten von verarbeitenden Subsystemen aufgebaut. Das heißt, so wie der Termitenhügel aus zahlreichen kleinen Schaltkreisen einen lebenden Organismus macht, eben diesem Organismus einer Sozialstruktur, so tun dies diverse Körperprozesse im Menschen, die ihm dann darüber hinaus auch noch auf der Ebene seines Geistes die Illusion seines Bewusstseins vorspielen. Wir glauben dann zum Beispiel, moralisch zu handeln und ein holdes Ideal zu verwirklichen, zum Beispiel nehmen Sie das Beispiel von Jesuiten, die im Kosovo eine Schule bauen, aber der eigentliche Grund für den Aufbau ist nichts Moralisches, sondern aus der Perspektive einer darwinistischen Erklärung eigentlich nur der Versuch, unser westliches Paradigma in einem anderen, eventuell uns noch fremden Kulturbereich auszubreiten. Unter ähnlichen Bedingungen untersucht Daniel Dennett dann auch die Religion oder das menschliche Bewusstsein. Beides sind rein natürliche Phänomene. Religion ist eine Sammlung von Memen, die unter bestimmten historischen Bedingungen der Spezies Mensch einen evolutionären Vorteil durch eine kollektive Form der Kontingenzbewältigung eingebracht hat. Das heißt aber nicht, dass die gläubigen Menschen auch aufgrund dieser Erklärung ihren Glauben kultivieren. Die Gläubigen wissen nichts von den Mechanismen hinter ihren Ritualen. Sie sind auch hier wiederum kompetent in dem, was sie tun, ohne evolutionär darwinistisch zu verstehen, warum sie das tun. Wir würden sagen, keine Kompetenz ohne Verstehen, denn ein denkendes Bewusstsein muss verstehen, was es tut. Aber wie gesagt, Daniel Dennett dreht das um. Kein Verstehen, ohne dass diesem eine unbewusste Kompetenz vorhergeht. Von hier aus erklärt sich dann auch der Übergang von vorpropositionalen Einstellungen von Tieren zu propositionalen Einstellungen des Menschen. Denn wir Menschen können auch in der Tierwelt propositionale Einstellungen vermuten, eben dadurch, dass wir Intention in die Verhaltensweisen hineinlesen. Und das ist, habe ich jetzt schon öfter gesagt, die Kernidee des Behaviorismus, vom Innenleben als einem intrinsischen Bereich des Organismus zu abstrahieren und allein
den Körper, auch den menschlichen Körper, von außen in seinen Handlungen und Handlungsfunktionsprozessen zu interpretieren und auszulegen. Wenn Dennett von Reverse Engineering spricht, so um zu verdeutlichen, dass unser Geist die Rekursionsstruktur seiner Welt und Selbstbewusstseinsaneignung in der Regel zu erkennen nicht fähig ist. Von dieser Rekursionsfigur baut sich unserem Geist aber dann seine Objektwelt auf. Und hier tangieren wir natürlich wieder ganz explizit den Bereich der Erkenntniskraft oder der Erkenntnistheorie. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass der Honig süß ist und schmackhaft ist, also dass das eine intrinsische Eigenschaft des Honigs ist, dass er süß ist, dann verkennen wir, dass es im Honig an sich, das heißt im Honig selbst, natürlich nichts natürlich Süßes gibt. Was für uns als süß und als schmackhaft oder als eine intrinsische Eigenschaft des Honigs vorkommt, ist schlicht und einfach das Ergebnis einer neuronalen Verbindung unseres Nervensystems, wo eine hervorragende Energiequelle zur Senkung des Blutzuckerspiegels dazu beiträgt und uns deswegen gut tut. Kurz, der Honig ist nicht intrinsisch süß oder etwas zu Begehrendes. Der Honig ist nicht an sich süß oder, Entschuldigung, der Honig ist nicht an sich etwas Begehrensvolles. Er ist das für einen Organismus, der den Honig für sich als Nahrungsquelle nutzt. Ebenso kann man nicht sagen, dass zum Beispiel ein Baby intrinsisch etwas Süßes ist oder eine Spinne intrinsisch etwas Ekliges. Süß ist für uns ein Baby, weil sich darin für uns die Zukunft der eigenen Spezies abbildet. Insofern ist auch für einen Mann nicht das Hinterteil einer Frau sexy und das eines Elefanten ernüchternd. Das Hinterteil einer Frau ist einfach sexy, weil unser Körper nach Fortpflanzung strebt. Wissen und Erkennen von dem, was in Wahrheit ist, ist folglich nichts, was in unserem Geist wie in einen Verstehensbehälter gegossen wird, sondern wir müssen uns vorstellen, dass unser Geist zeitgleich mit dem, was in ihn hineingeführt wird, erst entsteht. Und das ist eigentlich die Grundidee von Competence Without Comprehension. Unser Organismus ist Ergebnis der Evolution. Er ist Objekt unter Objekten. Das Glas als Form unserer Wissensinhalte entsteht erst durch diesen Inhalt, denn es gibt keine Wissensform vor der Kompetenz. Ich hoffe, Sie verstehen, inwiefern eine solche naturalistische Philosophie zentrale Aspekte der Erkenntnistheorie betrifft. Denn hier ist unser Erkenntnisapparat als Überlebensmaschine von Interesse unter dieser Perspektive also, wo Bewusstsein als mentales Erleben eines Individuums und ethisch handelnden Ichs eigentlich ausgelöscht ist. Was der Mensch erkennt, kann nichts anderes sein als das, was sein Organismus im Prozess der Genese als überlebend fordernd zu erkennen befördert hat. Der Mensch ist dann ein Effekt natürlicher Prozesse, und insofern ist sein Erkennen eine bestimmte Verarbeitungsform der Außenwelt eines Organismus, sowie das reflexionslose Erkennen von Termiten die Anpassungsform dieses Organismus an ihre Außenwelt ist. Der Glaube aber an das eigene, von diesen Naturprozessen ablösbare individuelle Ich ist für Dennett nur ein Moment der quasi der Illusionsmaschine, die unser Körper als Science-Fiction-Theater entfaltet, damit wir glauben, in unserem Körper zu Hause zu sein und mehr zu sein als unser Körper. Tatsächlich behauptet aber Daniel Dennett etwas polemisch, dass in diesem Körper natürlich niemand richtig zu Hause ist. Also kein Ich sozusagen, das mehr als die Summe seiner Teile ist. Denn wir sind dieser Körper und nicht wir haben einen Körper und wir sind nur dieser Körper. Unser Bewusstsein ist nur dieser Körper. Wenn Daniel Dennett hier von der Abwesenheit eines substanziellen Ich spricht, das also auf der Ebene seines mentalen Erlebens, was es heißt zum Beispiel Ich zu sein, ich Dominik Finkelde, wenn Daniel Dennett von der Abwesenheit dieses substanziellen Ichs spricht, das eben nicht mehr sein kann als die Summe seiner neuronalen Algorithmen, dann bezweifelt er nicht unser mentales Erleben, also das wäre absurd, er bezweifelt nur, dass wir tatsächlich so autonom sind, wie wir in unserem mentalen Erleben glauben, dies zu sein, beziehungsweise er bezweifelt, dass dieses mentale Erleben irreduzibel ist. Sie sehen, Erkenntnistheorie interessiert hier nicht das Außenweltproblem, denn die Innenwelt ist eine invertierte Außenwelt quasi.
die Erkenntnistheorie unter dieser radikal naturalistisch-darwinistischen Perspektive interessiert auch keine skeptischen Szenarien oder Fragen nach Moralität oder dergleichen. Sie interessiert sich ausschließlich für naturwissenschaftliche Fragen, wie sich ein erkennendes Bewusstsein aus der Natur hat entwickeln können. Die Frage, ob Maschinen oder Thermometer oder Computer wirklich intentionale Zustände wie Überzeugungen, Hoffnungen, Ziele haben, ist für Daniel Dennett insofern letztlich sekundär. Man muss nicht im Neuronenapparat des Menschen nach der Quelle von Bewusstsein schauen, da Bewusstsein über die verschiedenen Schaltkreise des Körpers und allein durch die Rede von der Intentional Stance für Daniel Dennett rein instrumentalistisch ja zu verstehen ist. Das ist ja die Pointe seines Behaviorismus. Die Zuschreibung intentionaler Zustände impliziert nicht, dass sie real existieren. Sie müssen noch nicht einmal beim Menschen existieren. Und das unterscheidet ihn stark von anderen Autoren, wie schon die erwähnten Autoren Thomas Nagel, Chalmers, aber auch Jerry Fodor und John Searle. Dennett teilt daher auch nicht die Bedeutung, die Searle in der Differenz zwischen Syntax und Semantik legt, um Menschen von Computern zu unterscheiden. Das nur als Randbemerkung, das müssen Sie jetzt nicht im Detail verstehen. Aber so viel sei erwähnt, denn rein syntaktische Prozesse im Menschen haben letztlich semantischen Charakter, nur eben auf einer sehr viel komplexeren Ebene, als es sich zum Beispiel John Searle vorstellen kann. Die Evolution arbeitet ständig mit diversen Maschinerien, die durch syntaktische Schaltkreise auf ihr Fortbestehen als Systeme ausgerichtet sind. Dennett lehnt daher die Idee einer Unterscheidung zwischen authentischer Intentionalität, die bei Menschen, und nicht authentischer Intentionalität bei Tieren und bei Maschinen ab. Ein letztes Zitat. Ein bewusster menschlicher Geist ist mehr oder weniger eine serielle virtuelle Maschine, die ineffizient an der parallelen Hardware montiert ist, die die Evolution uns geliefert hat. Vielen Dank für Ihre Geduld.